Geht los, wir sind live. Wie live jetzt. Ja. Haltung annehmen. Ich fahre jetzt erstmal den Hänger hoch. Jo, wartet. Stelle mal irgendwo auf LBG hoch, ab da. Bin gespannt, wie sehr der Trecker einknickt, wenn ich jetzt mit dem, oh gut, sind bloß 6500 Liter Diesel, da den Berg hochfahre. Sich überraschen. Ja, die Russen haben ganz schön zu tun. Also ich bin den Tag mit der Schwerhexeaufbau hochgefahren. Zwei volle mal zum Testen. Ay caramba. Ja gut, die haben ja bloß 80 PS. Aha. Also, wenn ich mich erinnere, kannst du die auch bloß mit einem Hänger gefahren. Das geht auch. Wurden zwei mehr eingesetzt und sind eben drei gefahren oder vier und dann ging es auch. Na, 6 km/h verliert er schon beim Berg. Aber das geht noch. Ja, es muss ja nicht immer alles, wer weiß, wie schnell da hochgehen. Das stimmt. Soll ja schon so original wie möglich sein. Hey, deswegen haben wir auch gedacht, da für die Kleinfelder hinten, da reicht die Kleintechnik, da muss kein großer Grupper oder großer Traktor her, da. Wie willst du auch? Da rangierst dich doof mit dem K700 und den großen Grubbern. Ja, die Kleindinger nicht auf jeden Fall. Das passt schon so.
Und die Strohballen in diesem Strohdings da für die Schweine muss man da mit der Forke reinlegen, ne? Welche Strohballen? Die Rundballen? Die Rundballen, ja. Na, du hast doch einen Russen auf dem Hof und dahinter müsste eigentlich der Ballenschredder dran sein. Den hab ich ja gerade leer gemacht vorhin. Ja, dann brauchst du noch mehr Strohballen. Nein, da liegen doch 4 Stück. Naja, dann legst du die da hinten, also fährst du rückwärts ran, gabelst die auf und dann schredderst du die quasi rein. Hast du das schon mal gemacht? Reingeschreddert habe ich vorhin, ja. Aber wie du die aufnimmst, weißt du auch. Ich finde die olle Gabel bloß nicht dafür. Wie ist da dran? Warte mal, ich komme gleich mal gucken. Ja, ja, komm, gucken wir nochmal rüber. Seite. Hier wollen wir auch rüber. Ich fahre dir den Hänger mal in eine von den Durchfahrhallen rein, weil der, wenn der draußen steht, liegt dir das Ding um die Ohren. Ja, irgendwo, wo Schatten ist. Wo er durchfahren kann. Noch Platz? Ja! Mahlzeit, Panik. Oh, Tankanhänger heißt der. Oh, danke. Oh, da kommen wir rüber zum Schweinestall. Nicht eile. Na, alles gut bei euch? Joa, Joscha. Hier auch einen schönen Samstag. Oh, der Matze kommt mit der Technik nicht klar. Hey, das musst du mal erklären jetzt. Anwählen muss. So. Erstmal. Was ist denn das schon wieder angeschalten hier? Steigst du den Russen ein, dann tust du mit der linken Maustaste, guck mal hinten, mit der linken Maustaste machst du nach unten. Ach, du musst da drinnen sitzen in dem. Na ja, gut. Naja. Das ist ja natürlich spontan, auch geil. So. Dann musst du die aufspießen. Aber warum die sich nicht aufspießen lassen? Müssen wir gleich mal eine Seite nehmen? Nee. Dein Kollisionspunkt, von wem sind denn die?
Weiß ich nicht, wo die herkommen. Die lagen da rum. Hab Hab gedacht, ich hab die hergefahren. mal. Mal was ausprobieren. Steig mal ein. Hallo Falk, jetzt fahr mal rückwärts rein. Ah, jetzt. Die sind nämlich. Jetzt bewegst du den Frontlader. Mach mal den Frontlader mit der Maus nach links und mit der Maus dann nach oben. Dann müsst ihr dann aufnehmen. Ich kann dir auch Ja, nochmal. wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke. Ne, nicht drücken. Warte mal. Ach, den kann ich ja wieder nicht. Doch, müsste ich ja irgendwie annehmen können. Ja. Ach so, der hängt da jetzt schon drauf. Fahr mal ein Stückchen raus. Warte. Legen dir mal gerade hin. So, jetzt fährst du nochmal rückwärts. So, stopp. Linke Maustaste gedrückt halten und nach oben schieben. Geht nicht. Warte mal. Jetzt nochmal um. Da muss ich meine Tastenbelegung ändern, nehme ich mal an. Warte mal. Steck mal aus. Ja, das kann sein, aber wenn ich den jetzt anwähle und wenn ich auf dem Ballenschredder bin, dann kippt er die ein. Also linke Maustaste gedrückt halten und dann die Maus nach oben schieben. Dann muss ich meine Tastenbelegung ändern. Oh Mann. Aber, du siehst, der geht. Ah ja. Brauchen die Stroh oder was? Die brauchen Stroh, ja. Dann mache ich das gleich, dann kannst du weiter grobern. Ja, dann macht es. Na, eh, immer anders. Mein Lieblingsrusse. Das ist natürlich kritisch, wenn der Frontlader mit dran ist. Man muss halt auf dem richtigen stehen, ja. Ja. Mahlzeit, Martin. Musst du da mal durchtappen. Der erste hinter dem Trecker ist der Schredder und der erste vor dem Trecker ist der Frontlader. Musst du dich dann halt ein bisschen durchmogeln. Ja, da muss ich da gucken da. Dann geht das auch. Mein Fass steht auch noch im Weg, das muss ich auch noch wegräumen. Kannst du anders rumfahren? Ja, hätte ich gekonnt, ja. Mal ein bisschen rangieren hier. Plane ist nämlich äußerst klein. Ich bin da von hinten eingefahren und dann ziehe ich weiter die Mauer rüber. Genau. War da gleich im ersten Drittel vorne, hat er angezeigt. Genau. Und ab geht's. Uns geht's super. Wisst ihr, schlechten Menschen geht's immer gut. Naja, so viel haben sie nicht gebraucht, wa? Ja, aber ist das so voll? Jetzt kann ich hier mit ruhigem Gewissen, muss ich nicht immer nachgucken, da meine Feldarbeit nachgehen. Das ist wahr. Ich lasse den Schredder gleich hier in der Halle stehen. Brauchst du halt bloß zurücksetzen. Ja.
Mein Falk hat seinen Trecker immer noch nicht geputzt, wa? Ey, ich hab noch mal kurz vor den Wasserpass gehangen da. War er noch nicht da? Saustall. Mann, Mann, Mann. Der schöne Set, hey, Junge. Wird schon kommen. So, was brauchst du denn jetzt hier oben noch an Hilfe? Brauche ich jetzt noch? Ja, wenn im Markt da noch ein Grupper da ist. Ne, da ist keiner, aber ich kann ihn holen. Oder du fängst an mit Flügen. Hast du einen Flug? Flug steht hinter der Halle, ja. Oh. Offen haben wir. LPG-Hof. Auf dem LPG hoch. 16. Na, brauchst du nicht zu lachen, Falk. Hätte ich das gestern gepackt, hätte ich dir die Bude aufs Dach geschmissen. Kann ich sein. Schmutzige Karren stehen lassen. Oh, jetzt aber zügig. Jetzt hämmert mich der W50 weg. Packer, wolltest du nicht dazu, oder? Nö. Hier geht die Welt zugrunde, Junge. Der ist ja doch brandneu, Junge. Ja, sieh dich vor damit. Ich sehe schon, wenn du sowas sagst, ist die zweite Kurve irgendein Leitpfosten gleich meiner. Was hat er gesagt? Die 16. Das ist ja da hinten. Ah, das ist ja nicht groß. Erstmal nur an das anbauen, was man so unbedingt für die Schweine braucht hier oben. Oh. Kann man immer noch mal drüber nachdenken, ob man noch ein Feld dazu nimmt, Nee, ob man klar. was anderes macht. Du hast ja mal Vorgewende gemacht, wa? Wie bitte? Du hast erst Vorgewende gemacht, wa? Beim Pflügen. Naja, normalerweise fliege ich immer bis kurz voran und mache das Vorgewende zum Schluss. Ich fange mal von hinten an. Obwohl es eigentlich gehoppt wie gesprungen ist bei dem kleinen Feld hier. Ah, ja, das ist ja wurscht, wie du da fliegst jetzt. Hauptsache, das ist zu nahe. Das kriegen wir hin. Und gemacht werden muss es so und so, weil er anzeigt flügen, also dann machen wir gleich, dann ist es weg. Was stimmt? Beim nächsten Paar mal Ruhe denn. Nee, normalerweise fahre ich bis in der Länge vor Ende und dann höre ich auf. Und Vorgewinne mache ich jetzt im Schluss dann nachher in ringsrum.
Die Versuchung ist eine Illusion, aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Korn 82, danke für dein Follow. Was ist denn da vorne? Gerade gelöst oder was? Hahaha! Hahaha! Ich hab den Namen erst nicht gelesen, ne? Ich hab jetzt gerade nur den Kommentar gelesen. Hallo, ich hab den Map von der Axina Land gesehen und finde die Map voll toll. Ich dachte mir, hä? Und dann lese ich mir das kommentiert und Grüße, Kaiser! Ach, herrlich! Hallo Anni! Das ist ein Typ, ey. Junge, mach Feierabend. Was ist noch arbeiten? Anni ist arbeiten, ja. Muss auch scheiße mit seinen Schichten da, aber. Na jo. Auf den Samstagnachmittag, ja. Naja, man ist ja nie vor Arbeit gefeiert, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr in Schichten gehe. Nur noch 9-to-5-Job. Alles andere kann man sich an den Helm klemmen. Ja. Ja, dann ist gut. Ich habe Bier geholt, Andi. Was sagst du denn dazu? Der Faddler. Der Flänzer heißt das. Der den Teddy flänzert. Ja, den haben wir da wohl weg jetzt.
Den hat er definitiv weg, ja. Ich wollte auf dich warten mit dem Trinken. Vor allen Dingen habe ich wieder Desperados gekauft, ich Idiot. Geht doch wieder nach hinten los. Ja. Aber ich habe keinen Schnaps geholt. Ja. Sag mal, ich flüge doch schon wieder falsch rum, oder sehe ich das falsch? Weiß ja nicht, wie du fliegst. Ich flüge zur Seite. Fängst du dann mit der an, dann fährst du oben rechts rum. Fliegst wieder gegen. Oh, Essen ist fertig. Nein! Doch. Ja, ich komme. Nein, er kommt nicht. Er hat zu tun. Planwirtschaft. Nix, Essen geht vor. Das stimmt, fressen fetzt. Ich bin froh, dass ich gut gefrühstückt habe. Also, dann gehe ich erstmal essen schnell. Ja, lass dir schmecken. Grüß die Alte. Ja. Ich soll dir schöne Grüße bestellen. Ich soll dir schöne Grüße bestellen. Soll der ausrichten, der hat nur für mich gekocht, du brauchst dich zu schleimen, nicht? Naja, wahrscheinlich willst du auch nur dich vergiften. Das versuchst du schon 18 Jahre. Hehehe. Also, bis gleich. Ja. Ich habe immer das doofe Bauchgefühl, dass ich falsch rumflüge. Aber ich werde jetzt mal, die Ecke war ziemlich kurz, ich werde jetzt wirklich mal ein bisschen mittiger ansetzen. Da war wirklich eine große Spur fahren. Damit hier auch was wird. Was mit dem Wenden ist Mist mit dem Zaun hier. Ab geht's. Was ist doch richtig rum, hat der Fadler gesagt. Ja, wir flügen zu selten. So, Svenny, oben rechts oder links rum? Und dann immer innen ansetzen, oder? Tag, Rone. Da fahren wir jetzt mal rechts rum. Wie, du hast dir eine Kuh gekauft?
Ach so. Na, solange wie du ihr keinen Namen gibst. Ah, schneeweiße Reifen, Junge. Schneeweiß. So, jetzt innen oder außen? Mit dem Char oder gegen den Char? Ich bin doch der Meinung, man setzt den Char an. Ich setz jetzt hier an. Oh. Ah toll, das schreibst du zu spät. Naja. Ja, das hätte Falk mal dazu sagen sollen bei der komischen Catering-Tante. Eine ganze Schale voll Schnitzel und dann kommen da 8 Stück. Nicht doch du, denkst ich komm zum Grillen schon wieder zu dir? Bin erstmal geheilt für ein Jahr. Ein mit Svenny mit dem Innen. Das habe ich gemeint. Ach, der Richtige. Wenn ich ein Lappen bin, bist du ein Läppchen. So ein Eierköpf. So, das hat der Matze ja gut eingeregelt, eingepegelt. Stellt mich jetzt zur Arbeit ab und geht Mittagessen. Nächste. Ja, das sage ich dir. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, also in der Mannschaft hier auf jeden Fall. Die Olle vom Catering, die hat Glück gehabt, dass genug anderes Zeug da drin war. Ansonsten wäre, glaube ich, der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Ja, willst du da, weiß nicht, 10, 12 Mann oder was wir waren? Ich glaube 12 oder 13.
Und dann kommt die hier mit so einem kleinen Schälchen, weiß ich nicht, 8 Schnitzel. Falk, das muss nächstes Jahr besser klappen. Vor allen Dingen, wenn ich als Catering oder Buffet-Service gesagt kriege, das sind gute Esser, mach einen einzelnen Topf mit Schnitzel, dann weiß ich, wenn das gute Esser sind, dann kann ich das Grünzeug, was da noch mit dabei war, das kannst du der Katze in den Scheitel schmieren. Da war ein Teller mit Brötchen dabei und ein Teller mit Käse. Da hat kein Schwein angeguckt. Die Olle kann froh sein, dass wir Montag nicht dabei waren. Na, die Firma brauchen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Das kannst du dir auch mal auf den Deckel schreiben. Was die an gute Esser nicht versteht. Und das fressen wir auch teilweise Buletten aus dem Laden. Für ein Buffet, wo 25 Euro pro Person berechnet werden, ist das eine Lachnummer. Aber bei euch in dem Kellerkinderland da wird es in der Umgebung wahrscheinlich nur in Futterservice geben und dann werden die sich einen Reibach draus machen. Bin ich auch der Meinung. Moin, Ostblock Pharma. Flügen, Lars, siehst du, Matze kommt nicht hinterher mit seiner Arbeit. Da
muss man mal einschreiten. Und dann geht er auch noch essen, der Lümmel. Muss ich meinen 325er wieder schmutzig machen hier. Unscharmant. Ja, dann sag aber auch rechtzeitig Bescheid, Falki. Nicht, dass wir wieder hier auf Catering Service taugt nichts zurückgreifen müssen. Dann rufe ich aber an, dann mache ich die Alte schon mal nass, bevor sie überhaupt aufgetaucht ist. Aber so hat es ja geschmeckt. Kann man ja nicht sagen. Also die Gulasch-Suppe, hier. Na, sag schon. Was jetzt soll, Sojanka? Na, so schnell nicht. Falk bettelt zwar schon wieder, der braucht Gesellschaft. Und die Überlegung war, ob wir zusammen alle Silvester feiern, aber hat ja jeder auch so seins. Und ich denke mal, das würde bei einigen ganz doof aufschlagen. Wenn man der Alten dann sagt, ey, ich will zu Weihnachten, zu Silvester nicht mit dir Sekt saufen, sondern eher mit den Jungs eine Flasche Schnaps. Aber Zeit wär's mal wieder, ne? Die Leberwerte sind wieder in Ordnung, es kann wieder losgehen. Naja, das ist doch gut, Falk. Moin, ich mach dat. Grüß dich. Die Versuchung ist eine Illusion. Aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Peter ZTS, danke für dein Follow. Na, in zwei Bahnen, dann gehe ich erstmal rauchen. Das ist Fakt. Du willst Randale-Party machen? Willst du die Servietten vom Tisch schubsen oder was? Ey, 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 Falk. Ey, du feierst ja wieder an so einem unchristlichen Wochenende wahrscheinlich, wo ich meine Kleine habe. Falk muss mir ja unterm Tisch sitzen. Das ist Fakt.
Ja, letztes Mal war mega lustig und könnte eigentlich jedes Wochenende so sein. Hey, der Fall da. Ja, da musst du mal sagen, wann das denn überhaupt ist. Ist hier schon wieder los? Übel frisst schon wieder. Ah, da brennt ordentlich der Helm. Wenn die vier lustigen drei zusammenkommen. Aber das ist auch mal schön. So eine Gemeinschaft, wie wir nun schon sind, da muss man auch mal einen Saufi-Saufi und einen Fressi-Fressi zusammen machen. Naja, muss ich durchrechnen. Ja, so muss es ja auch sein. Alle gesucht und gefunden hier in dieser Behindertenwerkstatt. Na, und dann wirst du vernünftiges Essen organisieren. Wenn ich da aufschlage, ja, hast du gefälligst einen roten Teppich auszurollen und dann muss ordentlich Essen auf dem Tisch stehen. Das letzte Mal war ja nichts, ne? Deswegen war ich auch so schnell betrunken. Das waren nicht die drei Flaschen Schnaps. Es war einfach, weil das Essen nicht da war. Jetzt hast du es, Falk, siehst du? Kuckuck. Hallo? 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 Ah, was geht? Was geht ab? Flügen, siehst du ja. Du bist sehr leise, was ist da los? Jetzt besser? Ja. Ah, Headset. Headset. Headset ist schuld. Du willst mit uns in die Kneipe gehen, in die Räuberschenke, mit uns. Haha! Das hast du dir nicht gut überlegt, Falk. Danach kannst du umziehen. Aber okay. So, jetzt habe ich schon vier Bahnen gemacht und eigentlich wollte ich rauchen gehen. Aber da kann ich, falls die nächsten Arbeiten anstehen, wenigstens sagen, ha, ich habe schon ein Feld gepflügt. Die großen Felder könnt ihr pflügen. Hihi. Was geht bei dir so? Bei mir? Mhm. Und nicht viel. Endlich Wochenende. Ja. Endlich Wochenende. Und wenn dir noch einer sagt, endlich Wochenende, außer ich gemacht hat, geht mir ein Bier aufmachen.
Ne, grillen später, ne? Wetter ausnutzen. Wir haben ja hier 26 Grad. Ja, hier scheint auch die Sonne rein. Ich muss gleich das Rollo runter machen. Kann man nicht in Ruhe arbeiten. Boah. Ansonsten nie viel, ne? Ausruhen, entspannen. Na, die Kellnerin hat geschmeckt, das stimmt. Die hätte ich mir gerne mal auf mein Kopfkissen gelegt. Also ich weiß ja nicht, wo du herkommst, ne? Aber hier ist strahlender Sonnenschein bei mir. Dito, ja. Ja. Ja, und uns wolltest du erzählen, in dem Dorf gibt's keine geilen Schnitten. Tja, Falk. Dafür wird's das nächste Mal so richtig peinlich für dich. Kannst du wissen. Dann werden wir deine Kinderfotos mit dem Teddybären in der Hand mitnehmen, hoch zur Räuberschenke. Und dann wirst du mal erzählen, was du da alles machst. Hat Rone von unserem Treffen willst du Bilder sehen? Ne, ich glaube nicht. Oder von den Weibern. Das glaube ich aber auch nicht. Aber hier ist keine Wolke am Himmel, ne? Also ich kann gleich nochmal rausschlendern beim Rauchen? Ach so, ich dachte, Rone möchte uns sehen. Ja, na, ganz ehrlich, Falk, wenn du so blöd bist... Ich erkläre mal kurz den Zusammenhang, damit auch jeder versteht, wie dumm das eigentlich ist. Eine Kellnerin... wollte von uns als Gruppe ein Foto machen. Und ich gebe ihr mein Handy zum Fotos machen. Und sie steht quasi hinter Falk. Alle anderen von diesem versauten Haufen drehen sich in dem Moment zur Kellnerin und gucken sie an. Nur Falk nicht. Falk bleibt stur sitzen und guckt geradeaus. Das habe ich mir 5 Sekunden angeguckt, dann habe ich gesagt, dreh dein Kadaver um, du... Was habe ich gesagt? Behindertes Kind? Du Hortkind? Keine Ahnung, da war ich schon wieder auf Krawall aus. Naja, wie kann man denn so sein? Der hat doch gesehen, dass ich das Handy der Kellnerin gebe zum Fotos machen. Alle anderen gucken in diese Richtung. Da muss es doch noch im Kopf klingeln und sagen, ach Mensch, da passiert gleich was. Möwe kann das noch zusammen ziehen, was ich gesagt habe. Ich habe irgendwas gesagt, verdreh dein Kadaver um, du hässliches Kind oder so. Ja, so ist er halt, der Falk. Ist halt nicht die hellste Kerze auf der Krone. Der Arme. Ja. Er ist halt ein besonderes Kind und wir mögen ihn trotzdem. Er darf im Bus dann auch ganz vorne sitzen, beim Busfahrer. Da. Ah, jo. Schön, dass wir auch wieder da sind. Hast du ja gegönnt, ja? Hast du schön noch eine zweite Portion gegessen? Nee, die eine, die war groß genug eigentlich. Ach so. Hm.
Die war relativ ausreichend. Das langt auf jeden Fall für die nächsten 3 Stunden. Junge, dann muss ja viel gewesen sein. Ah, schauen wir mal. Muss hier mal. Bist schon fertig? Was bin ich? Bist schon fertig? Nee. Ja, das hast du die ganze Zeit über gemacht. Ja, geflügt? Ich krieg ja hier nur kleines Equipment. So ein einfachen B200, wisst ihr, mit 5 Schare. Ja, langt doch. Ja, ist man eine Weile unterwegs mit. Was hast du die letzte halbe Stunde gemacht auf dem Feld? Oh, die Pause. Ah, siehste. Aber jetzt werde ich wirklich gleich mal wieder hochgehen. Gewerkschaftliche Pause. Nee, geht ja gar nicht, ich bin ja selbstständig. Ah, habe ich dir schon gesagt, Falk, an dem Wochenende habe ich die Kleine. Und da kann ich dir noch nicht sagen, ob ich mit ihr hochkomme. Weil was will sie da? Verschisse? Käte-Rakete? Decken sammeln bei Falk im Garten. Naja. So. Gewerkschaftliche Kippenpause. Jo, das. Es sei dir gegönnt. Ach, ich habe das leise Bedürfnis, heute noch 1 bis 10 Bier zu trinken. Mindestens. Ja. Fang erst mal mit einem an und dann guckst du. Na, wir machen erst mal Livestream. Wir machen erst mal Livestream. Wer dann auch noch mal... Ich überlege noch ein bisschen Sport zu machen. Zwar Wochenende, aber... Dann muss ich ja abend auch noch kochen, meine Eigenkomposition mal ausprobieren. Bennys Papa, moin. Hä? Da bin ich mal gespannt, ob dir das schmeckt. Da bin ich auch gespannt, also Zucchinis paniert schmeckt, Jägerschnitzel schmeckt und wenn man das beides zusammen macht, schmeckt das bestimmt auch. Man muss nur gucken, ob das alles zusammenbleibt, wenn ich das zusammenrühre. Dann hat meine Mutter den Rest ungarischen Bohnen-Eintopf mitgenommen, hier aus meinem DDR-Kochbuch, den ich gemacht habe. Schreibst du auch nicht wieder? Nö, den ist die Versuchung alle. Ist eine Illusion, aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Kann man denn schon vorstellen, dass er mit den Zucchinis und der Jagdbusch schmeckt, aber wie gesagt, das ist... Das kann ich mir auch vorstellen. Diese Süße eben denn. Das wäre aber wieder zu viel denn. Das kommt bestimmt geil. Danke für den Follow. So, jedenfalls hat sie den ungarischen Bohnen-Eintopf mitgenommen und hat in meinem DDR-Kochbuch rumgestöbert. Dann habe ich sie gefragt, ob das geschmeckt hat. Ja, sehr gut. Na, was soll ich als nächstes machen? Na, am besten du fängst von vorne an im Kochbuch. Ja, doch gelitten. Na, dann machen wir mal. Ja, na so Sekitina Gulasch oder sowas. Das steht demnächst mal auf der Liste. Ich hab auch schon ewig nicht mehr gegessen, so Zeug. Ja, eben. Und damit die gute Küche nicht ausstirbt, muss man das öfters mal machen. Da sind schon Leckereien drin, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Wenn ich mal wieder so essen möchte, dann wäre mal so ein richtiger Eintopf aus der Gulaschkanone. Oh ja, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf wieder. Oder aus der Feuerschale. Oh ja, irgend sowas.
Ich habe letztens beim Sportfest habe ich gegessen aus der Gulaschkanone einen Eintopf mit Würstchen. Bohnen-Eintopf mit Würstchen drin. Die Versuchung ist eine Ja, bei Illusion, Eisen stand ja aber immer die noch mal Zeit der welche. Verführung ist nun vorüber. Mit Gulaschkanone, Und wenn in du diesem unterwegs Spiel warst, aber werden es wird wir immer zeigen, was weniger. uns wirklich auszeichnet. Da oben in Bärenburg, da waren wir immer da konntest du schön lecker essen gehen, da hat man schön Erbseneintopf gemacht da. Oh. Ja. Danke für den Follow. Ich bin gerade draußen rauchen, falls sich der Trecker nicht bewegt und ihr euch wundert. Ich bin gleich wieder drin, Jungs. Ja, was wäre aber eine Maßnahme, ja. Kann sich ja Falk auf die Fahne schreiben. Euer Lagerfeuer hat er ja da. Kessel wird er auch auftreiben, dann machen wir schöne Gulaschsuppe oder sowas. So, wie wir das besprochen hatten eigentlich. Dieser Janka war ja auch nicht schlecht von diesem Buffet-Service, Catering-Service da. Ja, die war ein bisschen zu scharf. Wie sie mir Naja, da darin gehauen hat, da. aber Schmand war auch keiner dabei, ne? Nee. Normalerweise tust du das ja mit Schmand servieren und einer Toaststulle. Ja. Alles nicht mehr das Schmand, Wahre. Schmand, Zitrone. Genau. Den Schuss da. Alles nicht mehr das Wahre. Am besten man macht das alles selber. Das fertig eingekaufte Gelumpe können Sie sich in den Scheitel schmieren. Das schmeckt dann so nicht. Lust da. Das hast du bei den Buletten sofort gemerkt, ne? Ja. Selbstgemacht ist immer am besten einfach. Ist nun mal so. Ja. Rettenpause beenden. Jetzt muss ich erstmal den Chat prüfen, was trinken. Geht das weiter? Also hier ist strahlend Sonnenschein und kein Wölkchen am Himmel. Ja, das soll die ganze Woche so bleiben. Wollen wir hoffen, dass wir noch ein bisschen weiter abkriegen vom Sommer. Ja, so kann es bleiben. Oh, nehmen wir wieder Rinne, ne Olga. Der Mühe war heute gar nicht da. Was ist denn da los? Der ist auf dem Rückweg. Ach so. Der war im Ausland. Kurzen Besuch abstatten. Utensilien holen. Na, Capo. Darf der das? Ja, das darf er. Ich hoffe, er hat mir auch was mitgebracht. Nö, nö, nö. Was denkst denn du? Da war die nicht zu dritt unterwegs, wollte der Falco und Sven nicht mitfahren da oder was? Nö, Falk hat irgendwie abgesagt. Ach so. Falk und sein Teddy wollten heute noch ein bisschen Zweisamkeit haben. Der Gemahl ist ihm wieder ins Bewusstsein gekommen, oh Scheiße, die sucht mich ja da drüben. Ja, er hat in den ganzen Teddy-Fabriken rumgewildert. Ja, da war doch irgendwas. Also alles wie immer. Ja. Ja.
Na klar können wir das, Capo. Bist du denn drüben schon fertig mit Grubber und Matze? Nein, noch nicht. Hab da in der Mitte noch einen Streifen. Denk mal so zweimal hoch und runter. War auch nicht gerade der größte Grubber. Die Felder langtet. Hast du das neue Modell mal angeguckt? Mit dem neuen Streifen? Nein, ich bin doch gerade erst vom Mittag gekommen. Mann. Jetzt wollte ich das hier schnell fertig machen, bevor ich da wieder. Jetzt komme ich wieder in die Versuchung, die Traktor zu tauschen. Sieht nicht schlecht aus, aber ist echt Geschmackssache. Es geht auch nicht mit allen Farben, muss ich mal sagen, ne? Na gut, gucken wir mal. Lass mal gucken. TK4 passt auch jetzt. Ist auch nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, der ZT hat aber auch eine andere Kabinenfarbe gehabt, der 303er. Aber sonst gab es das ja nicht. Nee. Fehlt ja nur noch eigentlich der ZT300 Schriftzug, der erste, der eigentlich drauf war. Den haben wir jetzt noch nicht drauf. Und dann ist fertig. Ja, immer jetzt noch mal anderen. Capo, hast du den neuen Schriftzug schon gesehen? Haha, wie geil ist das denn? 5 Leute mit einer Splittergranate.
Gott, oh Gott. Was ein paar Dullis. Soll ich mal zeigen, Kapu? Ja, warum das eigentlich? Das verstehe ich auch nicht. Warte mal, ich mache noch die Bahn zu Ende, dann gehe ich mal in den Shop. Sieht nicht schlecht aus. Ja, muss aber, ne, das muss zur Farbe passen. Ja. Es hat was, aber das kannst du nicht bei jeder Farbe machen. So. Gehen wir mal rein. Erstmal hat er neue Farben gekriegt. Da hat sich Svenny mal die RAL-Farben rausgesucht. Dem Grün sieht das aber frei aus. Im Grün? Ja, wenn du jetzt in die Hauptfarben reingehst, da die dritte, die vierte. Ja, genau. Und dann halt eine Rahmenfarbe, die halt dazu passt. Ja. Da sieht es schön aus. Na, ich hatte es vorhin in diesem Braunton. So. Dann hatte ich ihn noch gehabt. Aber das mit Werkzeugkiste und dann hatte ich den Streifen drauf. Auch die letzte Farbe oben in der ersten Reihe. Nee. Die was? Die doch nicht. Nee, die dritte Farbe nach Rot. Oder Hauptfarbe. Ach so. Ja. Wie gesagt, das kommt aber auf die Farbkombination an. Mit Blau zum Beispiel geht's gar nicht, finde ich. Nee, auch nicht. Das. Oder mit den Rotfarben. Rot auch nicht. Das ist so, es ist so ein Sienna-Ton. Da passt es denn. Es gab ja noch bei den 300ern. Ja, es gab aber jetzt, also ich habe ein aktuelles Bild mal gesehen, in dieser Farbe mit dem groben Streifen so gemacht. Und ich muss mal sagen, das, ja, es ist alles Geschmackssache. Gab es damals nicht. Ich finde es aber in der Variante, finde ich das gar nicht mal so unschön. Wie gesagt, das muss halt alles zusammenpassen. Naja gut, sag mal so, du hast da jetzt die Möglichkeit mit der Farbwahl und mit der Streifenwahl, da kann sich dir jeder so zusammenstellen, wie er es gerne möchte. Genau. Und wenn halt jemand eben auf die Originalfarben steht oder sonst irgendwas und auf die Originalstreifen, dann nimmt er halt das. Genau. Weiß ich nicht, wo der herkam. Du, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab bloß das Bild gesehen und dachte, Die Versuchung ist eine Illusion. Aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Ja. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Ja, danke für den Follow. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, das muss halt passen, ne? Deswegen haben wir ja so einen Hintern voll mit Konfigurationsmöglichkeiten. Damit jeder irgendwie was dabei hat. Für die C-Modelle, für die D-Modelle. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, ich will bloß noch, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gab ja den 300er Schriftzug, wo nur ZT300, aber in so einer geschwungenen Schrift drauf stand, das, ne? Ohne das Fortschritt. Da stand ja nur ZT300. Der kommt noch mit rein und dann war's das eigentlich. Dann ist das ZT-Paket eigentlich
Fertig, komplett und geil. Ich würde auch mal sagen, da ist wirklich für jeden was dabei. Jo. Also da kann er jetzt seine Fantasie freien Lauf lassen, wie er sie zusammenstellt. Und wer damit nicht zufrieden ist, der ist uns nicht mehr zu helfen. Das stimmt. Na, Stefan hat ja dann nicht mehr weitergemacht. Andreas hat ja quasi nochmal von vorne angefangen und hat alles nochmal neu gezeichnet, neu geschnitten und dies, das, Ananas gemacht. Hast du dann gesehen, noch neue Armaturenbretter hat er gebaut. Dann die Heizung für vorne hat er gebaut. Verschiedene Sachen nochmal eingefärbt. Aber so das Grundkonstrukt ist jetzt fertig. Ne? Der sieht auch aus. Na, jetzt ist gerade schlecht. Abo. Jetzt ist gerade sehr, sehr schlecht. Mache ich dann nachher, wenn der Stream aus ist. Die Versuchung ist eine Illusion. Aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kindak Bela, danke für dein Follow. Halleluja. Mach ich. Der wird ja auch noch irgendwann kommen. Der alte Teddy Kuschler.
Hase 75, danke für den Host. Die Versuchung ist eine Illusion, aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Rubberduck 75, danke für den Follow. Hi, Grüße. Ich hab mir da bestimmt viel weiter mit den Flügen. Bitte? Der ist bei so einem kleinen Streifen, hat Dreie da. Ein ZT, 5 Scharflug. Mehr sag ich dazu nicht. Du kannst dich gerne mit deinem ZT und dem Flug hier einreihen, wenn du das möchtest. Muss ich ja wieder Flug kaufen. Ja, ich komme, ich helfe dir. Bin gleich fertig. Noch 5 Meter, 3 Meter, 2, 1, 0,5, fertig. Danke, danke, danke. So, ich habe gerade gewundert, warum der Bot das jetzt anmeckert, aber weil du den Punkt direkt nach das nächste Wort gesetzt hast. Ja, so wie die Rechtschreibung vorschreibt. Ja, die Bots sind immer nur am Meckern. Aber die Bots, also mein Bot meckert eigentlich nur, wenn du irgendwelche West-Traktoren erwähnst. Weil du an jedes Wort, wenn du zum Beispiel, finde ich gut, was ihr macht, Punkt, und dann erwartet das, der Bot eigentlich eine Leerzeile. Und du hast das nächste Wort gleich an den Punkt rangesetzt. Ja, jetzt muss so. Inner muss es immer ausprobieren. Du musst das quasi getrennt schreiben, ansonsten denkt der Bot, das ist ein Link und löscht die Nachricht. Aber ich habe es gelesen, danke auf jeden Fall für deine netten Worte. Ja, wir geben uns auch Mühe beim Bauen, beim Spielen, beim Videos machen, eigentlich bei allem. Habe ich doch gesagt. Aber ich wette, den Timer. Doch, tue ich. Kettenabstinenz. Oh, hau rein, Kapu.
Ja, wenn er im Wald steht und erschossen wird, ja. Und es danach Hirschragout gibt. Nein, ich möchte das nicht. Ich werde auch, also... Nee. Nee, da scheiden sich die Geister und ich bin da sehr, sehr... Ich habe LS17 aufgehört zu spielen, weil es einfach keine Ostraktoren öffentlich gab. Und ich will das Zeug nicht anfassen. Habe keine Lust auf Fendt, John Deere und wie sie alle heißen und schon gar nicht auf 8R, 9R, 9000 und schieß mich tot. Ich habe ein MTZ oder MTS 5250, 2 Scharflug dran, geil. Was ist das? Ich kann mich da auch mit nicht anfreunden, also ist nicht, es liegt vielleicht daran, weil man mit dem ganzen Gelumpe aufgewachsen ist. Und ja, in der Landwirtschaft heute aktuell bla bla bla, rentiert sich nicht mehr. Na, mein Kumpel fährt immer noch ZT, mein Kumpel fährt immer noch ein 52er Russen, ja, ist Dorf, aber das Zeug funktioniert. Den John Deere, den hat er 4 Jahre, da hat er 2 Mal das Getriebe neu machen müssen, weil sie ihn da beim Kopf damals schon verarscht haben. Und das geht ins Geld. Ich finde trotzdem, die Fahrzeuge haben mehr Flair als... Ah. Zum Real-Life-Geld verdienen sage ich auch nichts dagegen. Also... Muss man ja irgendwie sich wirtschaftlich rentabel verhalten. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe und wählen kann zwischen einem ZT325 und einem John Deere, Fendt, Deutz, was weiß ich nicht was, dann, nimmst du den MF? Nein. Na ja, da holen wir noch einen Flug. Hol doch mal noch einen Flug. Capo, du bist doof. Ja, wir nehmen Falk als Flug, ja. Da kriegst du doch keine gerade Furche mit hin. Nee, kriegst du auch nicht. 16.000 Mark hat er ausgegeben schon wieder und dann furzt er mich wieder voll, dass er kein Geld hat. Geschweige denn, da kriegst du überhaupt keine Furche gezogen mit den Clean People. Ach, guck mal an. Der Robby. Werde ich mitspielen? Nee, der wird seine Mittagspause aktiv nutzen, denke ich mal. Der wird vor seinem Frauchen bestimmt Helikoptermann machen oder so. Und dann wird er gerade gesehen haben, oh, Livestream läuft. Und wird daneben Leute rufen lassen. Aber da ich so gut vorgezogen habe, könntest du, was hast du denn für ihn geholt? Ja, denselben, was du runter hast. Schön. Langt doch. Wieso? Ja, ich frag mal. Bin ein neugieriges Kerlchen. Oh, lass dich überraschen. Ja.
Nee. Nee, Westtechnik wird es hier nicht geben. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ach so, ja, stimmt, du musst ja los, ja. Da wünsche ich dir einen viel Spaß. Haha. Ja, ich spreche jetzt auch nicht mit ihr. Weil ich habe ja mein Licht angeschalten, das habe ich ja schon vor dem Livestream gemacht. Naja, Matze, wenn du gleich kommst, dann kann ich mal ein Päuschen machen, wa? Ja, kannst du machen. Dann kannst du dir eine Bahn aussuchen, die du dann weitermachst. Oh ja, ich werde mir schon einklicken da irgendwo. Dann kann ich hier nur noch die kleinen Bahnen fahren, weißt du? So. Speichern. Ich muss die kleinen Bahnen fahren. So. Raucherpause. Was ist denn das eigentlich? 13 Uhr 17. Na klar. 13 Uhr 17. Oh ja. Ihr wolltet heute wieder auf den Hauptserver gehen, ne? Kommt ganz normal, wenn ihr da kommt und gehen möchte. Aber bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Wird denn die WhatsApp-Gruppe aktiv dafür genutzt? Normalerweise besprechen wir es eigentlich immer so ab, wenn wir unterwegs sind. Okay. Es sind ja bloß, Stefan, ich, Heiko. Oder Gernot kommt dann vielleicht ab und zu mal noch mit zu, der Martin eventuell noch. Ah. Wer sind ja nicht da? Ah. Ja, Heiko ist jetzt auch draußen, der ist Rapsspritzen. Ah. Er wusste nicht, wann er kommt. Stefan hat sich noch nicht gemeldet. Ist ja auch erst Mittag. Ich denke mal, abends zu wird es voller werden. Müfchen kommt ja dann auch noch. Ja. Immer mit der Ruhe. Genau. Was wir heute schaffen, da bleibt es halt lieb bis nächste Woche. Genau.
So. Noch mal ein Getränk machen. Nee, noch ist keine Zeit für Hopfenkalt, schade. Das kommt später. Ich will Nachmittag, also wir streamen auf jeden Fall noch eine Weile. Ich will Nachmittag noch ein bisschen Sport machen. Und dann, ich denke mal, abends werden wir auch nochmal streamen. Die nächste Folge, Lars, das ist eine sehr gute Frage. Also ein bisschen, aufgenommen haben wir schon. Ich denke mal, morgen Nachmittag ist die nächste Folge da. So. Ah, ich finde den Sound vom ZT so geil. Aussuchen hier. Ja, das Bier kommt dann nach dem Sport. Mahlzeit. Ja, das Intro war ein bisschen lang von der Folge. Muss ich zugeben, das hat sich beim Schneiden nicht so lang angefühlt. Ja, kann man auch machen. Es gibt Kraftsportler zum Beispiel, die trinken vor und während des Sports Wodka, um die Schmerzrezeptoren lahmzulegen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so eine gute Idee ist, aber naja. Ja, na, wo die Schwadmeer fahren. Ich will mal Häcksler sagen. Das ist ein bisschen lange geworden, aber beim Schneiden hat sich das nicht so lange angefühlt. Ja, stimmt, der hatte auch, der hatte aber Whisky in seinem Dings drin, das stimmt. Na, bist du denn schon da, Matze? Ja, freilich. Ist er ja schon, ja. Komm gleich rüber. Sehr geil. Ja, Bantico ist gut geworden, ja. Update ist ja gerade in der Prüfung irgendwie bei Giants. Und wenn die 1.1.00 dann draußen ist und gut aussieht, dann könnte man davon auch noch mal ein bisschen was machen. Ja, gibt's bei uns auch einige, die sofort die 1.0 geladen haben und Sachen verbaut hatten von meiner umgebauten Version. Naja,
War ein bisschen zu voreilig, weil mir war schon klar, dass Puma da noch ein bisschen was macht. Alleine, weil die Schneemaske noch nicht fertig ist. Ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen angefangen, die Schneemaske zu malen. Zumindest an den Ecken, wo ich weiß, da macht er jetzt baulich nichts mehr, so Gebäude und sowas. Und wenn die Schneemaske in der neuen Version von Puma halt noch nicht fertig ist, dann schicke ich ihm einfach meine zu und fertig ist der Lack. Da brauchen wir bloß die Trigger noch machen, die Silos und dann ist das schick. Dann ist die Bantico auch komplett season ready. Weil es hat ja noch an einigen Ecken die Schneemaske gefehlt. Muss ich dir widersprechen, Kaiser? Meiner Meinung nach ist die Lars die beste Map. Weil, ja, Bantico, Schönebeck, so Halle Turnau, Lehndorf, geil. Aber meiner persönlichen Meinung nach ist die Lars das absolute Limit. Achso, ja, na gut, ja, das ist. Gut, dann, also, wenn man die Lars außer Acht lässt, ist DDR-Flair-Feeling, wie man das auch immer schimpfen darf, Bantico und Schönebeck einfach on top, ne? Halle Turnau ist auch geil, hat einige kleine Fehler, da gab es einen Bodenkollisionsfehler irgendwie, den hatte ich für mich mal weggemacht von der öffentlichen Version. Oh, du hast doch mehr Leerfahrt, als was du flügst da. Was ist denn los mit dir? Ne, mit dir? Warum fährst du da hinten rum? Wenn ich das ordentlich mache. Ich könnte doch die kurzen Bahnen jetzt weitermachen. Kannst du erstmal ein Kabel, was du hier fertig gemacht, angeschnitten hast oder angeflügt hast, erstmal fertig machen. Jetzt halt, wo du da hinten rumfährst oder was, dann bist du schon wieder auf der anderen Seite unten. Ich mache jetzt hier die kleine Ecke zu, so, fertig ist er. Nein, du machst das hier weiter. Mach doch doch deine Ecke da, du. Mein Gott, einmal mit qualifiziertem Personal arbeiten hier. Ich arbeite nur so gut, wie der Lohn dafür ist. Und da ich hier nichts kriege, gibt's doch nur mittelständische Arbeit. Ja, was willst du doch Geld haben? Na, hallo? Ja, also ich hab hier das Dreiviertel vom Feld alleine geflügt, wo der Herr sich hierher bequemt. Und so das hier nicht mit der Planwirtschaft. Ja, aber da musste, Kaiser, da musste Andi fragen, ne? Da musste. Wir können ihn ja nachher mal ein bisschen belöffeln. Vielleicht hat er ja auch mal wieder Bock. Kurz inne rauchen, bis gleich. Du, warte. Das stimmt.
Mühe seine Karte, die Lunzenau ist auch mega, ne? Auch so vom ganzen Gelände, ne? Dass der da wirklich alles so detailgetreu gemacht hat, das ist ein Arsch voll Arbeit. Da. Aber bei Möwe müsste man auch mal wieder mitmachen. Wenn der mal wieder streamt. Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, ob er die Karte dann wirklich im nächsten Teil fertig rausgibt. Der Grundgedanke war ja da, aber da es ja schon wieder umwälzende Begebenheiten gibt, die uns allen so ein bisschen die Stimmung verhageln, ja, naja. Also, du musst dir ja vorstellen, Rune, die Versionen, die wir bauen, sind für die normalen Karten und mit den Originaleinstellungen, was PS und Fahrwerkswerte eingeht, was LS so vorgibt und was es an Möglichkeiten gibt. Und das funktioniert auf der Karte halt einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Die Traktoren, die 325er, 303er, 300er, die haben 90 bis 100 PS. Die sind auch original geschrieben. Von den Motorstärken her mit XLSX-Dateien. Ja. Kaiser, da. Eben, genau das ist das Problem. Und wir sehen es ja auch leider. Das ist ja das Problem. Wenn solche Sachen irgendwo hinterm Berg gehalten werden würden und sich die Leute solche sinnlosen Kommentare, die weder fachmännisch sind noch irgendwie haltbar sind. Also, wie soll ich das erklären? Wenn jemand wirklich Mist fabriziert, dann kann man darauf eingehen und sagen, sachlich, ey, du, da an der Ecke ist noch ein Fehler, das muss noch gemacht werden, oder es gefällt mir halt einfach vom optischen Teil nicht. Aber in der ersten Version so eine Kommentare dazu zu verfassen, ey, sorry, da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir an Hirnschmalz. Und das Problem ist, die Downloadzahlen der Bantico sprechen ja für sich. Also das ist ja nicht so, als wenn die Karte dreimal runtergeladen wurde und die ganze Community sagt, oh, das ist aber Mist. Ja. Hast ja beim W50 hast du ja damals teilweise meine Werte genommen, ne? Das Problem ist, das Urmodell vom B50 hat weder von den Achsen her noch von den Drive Nodes und Reputation Points irgendwelche Schlagpunkte gehabt, wo man sich dran hätte festhalten können, wie weit die Federn eintauchen und sowas. Das war immer so ein Spiel mit dem Feuer.
Jo, hau rein, Kaiser. Ich habe im aktuellen Modell noch gar nicht nachgeguckt, muss ich das sagen, ohne. Ich habe es heute mal den Post geteilt. Ich dachte, jo, geile neue Version. Gucke ich dann später mal rein. Aber in dem Moment, als ich das machen wollte, ist mein Tisch schon wieder voller geworden hier. Dann baut und bastelt und schiebt man ja auch noch an anderen kleinen Ideen hin und her, die das Spielgefühl für die DDR so ein bisschen auch in den Videos vielleicht ein bisschen schöner, ein bisschen realer noch machen. Da freue ich mich gerade so ein bisschen, dass man ein bisschen Livestream machen kann, dass Matze auch mal arbeitet da drüben. Ja, aber für Mühe seine Karte, wie gesagt, es ist echt schwer, da einen Punkt zu finden, wie man die Maschine einstellt. Der hat das schon sehr gut gemacht. Man müsste mal, vielleicht findet man ja irgendwo reale Videos, wie es in Lunzenau oder in so bergigen Regionen waren. Mit den Fahrzeugen, die werden wirklich gequält worden sein, die Berge oder hoch, weil das ist kein einfaches, keine einfache Ecke. Hast du mehr Abnutzung gemacht? Weil ich habe in die letzte Version habe ich jetzt den Rost verbaut, also diesen Rost-Shader. Und da habe ich kaum irgendwas gesehen, also war wirklich dezent gehalten, das hat mir eigentlich gefallen. Aber bisschen mehr Abnutzung wäre noch cool. Hast du mehr gemacht oder weniger? Welchen B200 hast du eigentlich gekauft, Matze? Den Rost oder den normalen? Den normalen. Nee, den Rost habe ich erst mal gekauft. Ah. Du hast den normalen. Und der ist jetzt hier mit Abnutzung, hier mit Rost. Cool. Ah, ja, das stimmt. Warte mal. Ich habe ja letztens. Farbe. Ich hatte letztens, was war ja sehr fleckig. Was mir zum Beispiel gefällt, beim TEK haben wir hier quasi Abnutzung drauf auf der Ladefläche und dann hast du es halt so hier im geschwungenen Bogen, weißt du? Mit dem Painter gemalt. Auch hier. Wenn du das normal hast, leuchtet es ja so silber. Und durch den Rostschäder hast du dann halt wirklich hier so alles verrostet und die Ränder sind halt wieder sauber. Aber ist auch eine elendige Arbeit alles. Ich komme ja mit diesem Gemahle da sowieso nicht klar. Ich habe da mal einen Pinsel organisiert, mit dem man das irgendwie für die ganzen Programme einbinden kann, aber ich komme mit diesen ganzen Texturen und dem Gelumpe nicht klar. Ich habe mir das schon 2-3 Mal erklären lassen. Für mich sind das böhmische Dörfer, auch Modelle bauen. Ich bleib dabei, ich kann nur Sachen im GE verschieben. Das muss reichen. Aber so, die Bilder hast du gesehen, ne? Ich hab's jetzt bei uns gefasst im kompletten Fuhrpark mit drinne. Das hat mir ja auch schlaflose Nächte gekostet, weil einige Grubber und einige Flüge sind anders aufgebaut. Das heißt, du kannst die Schare nicht einzeln so machen, sondern da wird's der ganze Block
Ja. Naja, und da gibt's für Blender und Konsorten gibt's extra Stifte, die so fleckig malen. Weiß nicht, steht Falk sein schmutziger ZT noch auf dem Hof? Auf dem Schweinehof steht da. Sprint mal kurz hin, weil Falk sein Träger ist nämlich schmutzig. Da siehst du das mal. Zap, zap, zap. Und das ist alles mit diesem Stift gemalt. Wo ist er denn? Oh, ein bisschen langsamer wieder hier. Steht doch da an der Seite mit dem Fass. Hab schon. Das ist alles mit diesem Stift gemalt und je schmutziger der wird, desto stärker wird das dann halt auch. Da muss ich sagen, so gut wie er ist, der Modelleicher, ne? Aber Tutorials kann ich mir von ihm nicht angucken. Bist. Hallo. Hallo, Mueve! Hallo. Oh, Ja, Livestream läuft. ja, das ist ein Ficker, ey. Ein Faller. Ja. Ja, wie gesagt, so gut wie er ist, ne? Also, er hat ja auch mega was drauf, aber Tutorials kann ich mir von ihm nicht angucken. Der ist mir zu schnell und der klickt da hin und her und dann. Vergisst er irgendwas, dann schneidet er das Video. Ah, nicht, ist auch nicht böse gemeint. Wie gesagt, der Kerl hat ordentlich was drauf, aber Tutorials kann ich mir von ihm nicht angucken. Da Wer was. denn? Wer Na, denn? von Modelleicher. So, Ja, gut, der ist relativ schnell. Ja, der ist. Der, ja. Das Problem ist, viele können halt mega krasse Sachen, aber erklären geht dann wieder nicht, weil sie es in ihrem Kopf wissen sie ja. Hat Wie ihn es dann zu machen gesehen und ist. dann. Also seine Videos müsste man sich quasi in der Geschwindigkeit 0.5 oder 0.57 angucken, damit ich da persönlich hinterherkomme. Da muss ich sagen, da gefällt mir der Tögging bisher am besten, der Markus. Da ist der Beste. Ostblock Farmer grüß dich, Möwe. Juhu. Ses. Ja. Also der ist wirklich. Ja, seine Videos gehen mal eine Stunde oder gehen mal 2 Stunden oder 3 Stunden. Aber für mich ist das ja auch Sinn. Richtig, da kannst du dir deinen Kaffee nebenbei machen, da kannst du dir ein Bierchen nebenbei trinken, kannst es eins zu eins mitmachen. Richtig. Und wenn er mal was verdaddelt, dann siehst du auch gleich, wo die Probleme sind und kannst halt auch gleich, aha, okay. Da muss ich sagen, der ist meiner Meinung nach der Beste, was so Tutorials angeht. Möwe, hast du mir was mitgebracht? Nö, dieser Ficker, ey, ich hab jetzt noch einen Hals. Ein Ey, ich Putenhals? war kurz, Hallo. Grüßen, ich war kurz Hallo. Livestream ist Hallo. an. Ich war kurz davor, ne? Kurz vor den 10 Kilometer. Und da ich halt früh auf Baustelle war, hab doch nicht überall Internet, ey. Das Sekunde, Wer? Tögging heißt der. Tögging. grüß dich, Matthias. Hallo. Bin gerade der Schrei. Aber du kannst, glaube ich, bei YouTube Ja? reicht es, wenn du Tögging eingibst und dann findest du den schon. Muss mal gucken, der baut auch ziemlich viel Maps und macht auch ziemlich viel mit Tutorials mit Skripten zum Beispiel, die halt rauskommen. Der wuselt da an allen Ecken rum. Und der hat auch immer einen Plan. Und selbst wenn er keinen Plan hat, setzt er sich hin, setzt sich mit den Leuten zusammen, die den Plan haben oder die den Plan gemacht haben, und macht dann noch einen Teil 2 vom Video, damit es komplett erklärt ist. Von Erklären her ist da der Beste. Matze, ich komme halt nicht drauf. Ich bin gerade erst von Tschechien gekommen. Von Tschechien? Ja. Hast du dir wieder billig Sachen eingekauft oder was? Noch? Kippen, Ich Mittagessen. Schuhe. Schuhe nicht. Ah, der Ja, Kapo, ey.
Was möchtest du sagen? Hier Feld 54 Kartoffeln, die wir gerade runterholen. Ah, okay. Hm. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Zeit. Bis halb vier und dann morgen Nachmittag wieder. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Guckst mal drauf. War fertig. Es steht jetzt, ey, Roder ZT steht auf dem Feld und. Ja. Wenn du die KS6 nehmen willst, müsst du die noch ein bisschen vorgewendet machen. Müssen wir noch. Okay. Die steht nur unten, die KS6. Du erinnerst mich immer wieder an geile Sachen, Kapus, Sven, die ich da so zwischendurch eingebaut habe. Kapu hat komplett gerade in Großbuchstaben geschrieben, Müwe und Matze H, ich grüße. Oder Hallöle hat er geschrieben. Ah, groß geschrieben, das lässt er doch. Mein Bot hat gesagt, nimm die Pfoten von der Caps Lock Taste. Ja, hallo Kapu. Hallo. Ne, du musst einfach nicht rumschreien, Kapu. Das ist alles. Dieser Bot ruft zur Ordnung auf. Verstehst du? Ist quasi die Volkspolizei meines Streams. Und wenn du hier so elender rumbrüllt, dann kriegst du dein Feuer. Das ist nun mal so. Nein, sowas möchte ich hier nicht haben. Ist aber ein Westbot, hat er recht. Was? Hat er aber recht, das ist ein Westbot. Warum? Sagst du dir das, weil das dir das halt nicht gut. Gab's nicht mal Twitch? Gab's noch nicht mal das Internet? Voll auf Wessi eingestellt. Prost! Ja, danke. Ja, stimmt. Rone. Was ein Hand? Das geht aber auf dem Server nicht. Ah, die Antwort kenne ich, Rona, aber das sage ich jetzt im Livestream nicht. Du hast einen gelben Mod bei dir auf dem Server. Ja, ich weiß. Ach, dann ziehe ich mal ursprünglich. Da sind ein Haufen Leerzeichen im Namen. Ja, sollte man nicht auf den Server halten. Habe ich für die Videoaufnahme gebraucht. Ich habe Matze heute schon aufgezeichnet. Kannst du trotzdem aber die Leerzeichen rausmachen? Ja, mache ich doch dann noch. Ich wollte das bloß mal erstmal abgedreht haben. Rein theoretisch kann der dann auch wieder runter, weil die Szene haben wir ja aufgenommen. Am liebsten raus, na ja. Der ist schon wieder ganz schön auf Krawall gebürstet, wa? Kleine Hosenscheißer. Ja. Kapu. Was?
In dem Livestream hat er immer große Töne, der kleine Barbie-Puppenstreichler. Schau dich ins Discord, los! Na. Sind's am Ende bloß die zwei, ne? Dass du da abgelösiert hast. Mhm. ZT-Pack und das HL50. Mhm. Okay. Ach, ich mache Rüschen. Eine Rüschen Kügel schieben. Ich bin schön voll gegessen. Hast du meine schöne Roulade gesehen? Mhm. Ach, die war lecker. Ich so richtig, wie ich es genau so daheim mache. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht. Essenschuhen oder was? Mhm. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, ich hoffe, dir rutscht beim Abwaschen der Ärmel nach unten. Ach, das ist auch schön. Kapo schreibt, solange wie ich da bin, ist kein Platz für weitere Leute. Tag, Kapu, nur Masse ist Macht. Wir werden für dich und für Falk, werden wir mal so einen Hautständer-Channel machen. Ja. Der Fred hat mich vor uns abschnurrt zum Grillen kommen. Das müssen wir überlegen. Sie sagt, ja, kannst du schon mal die Wange hinhalten, wenn ich den Hof betrete. Oh, also... Na, warum konnte der nur heute nicht? Hat keine Lust gehabt. Ist der blöde? Ja. Fällt uns ziemlich früh ein. Ja, ne? Anstatt gestern Abend, das ist doch nicht, ich war schon in Frankenberg drinnen. 10 Kilometer vor denn, nicht einmal, 8. Am Weg weitergefahren, hätte ich rausgeholt aus der Bude. Ich bin aber umgedreht zwischen dort, dass man dort nochmal sagt, dass er keine Zeit hat. Na siehste, kannst du ja uns mal beehren, Hone. Wird ja auch Zeit. Teamspeak ist oldschool und die 90er sind vorbei. Ja, das stimmt. Ja. Der Ostblock-Farmer singt schon. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Danke, Ostblock-Farmer. Danke. Ja, genau, genau diese Zeile geht mir so durch den Kopf gerade. Danke.
Ja. Dafür habe ich auch die erste Zeit, weil ich das immer wieder wiederholt habe abends, irgendwann mal den Kommentar gekriegt, kannst du dich einfach mal deinen Sabbel halten. Da habe ich auch gesagt, ne, 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 was denkst denn du? Nö. Nö, nö, was denkst denn du? Du musst dich nun mal entscheiden da, Rico. Entweder machst du es mit Vorgewende oder du fliegst gleich oben ran. Na, wenn ich bis zum Rand komme, ist doch gut. Vorgewende machst du ja trotzdem. Ich setze halt bloß schön zeitig an. Zum Rand durch fließt auf Ostkirch Vorgewende, wer flügen. Wolltest du die weiß machen beim Kalk? Ja. Oder hast du den Mod drin? Was hab ich? Eine Mod drinne, dass die weiß werden? Wer wird weiß? Der Traktor. Das ist ein Mod mit drinne, ja. Ja. Wird gut so. Reifen werden, oder Reifen und Traktor werden auch grün, wenn du Silo schiebst. Hm, ne, das hab ich noch nicht grün Mod. Beim Kalb, das ist so, das ist so. So, der Real Dirt, ne? Oder wie das heißt? Ja. 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 Ja, 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 ja. Nö, 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 nö. Was denkst du denn, du? Nein. Ja. Ey, weißt du, dass bei da war ja, da waren über 20 Grad, perfekter Sonnenschein, bei uns ist ja alles hier tiefen, hier neblig und plus 16 Grad, ey. Echt? Ja. Na hier, auch bei Ostblock-Farmer, ne, erzählt was von total bewölkt, bei mir ist ja strahlender Sonnenschein, nicht eine Wolke. Ja, na, das ist Hochnebel, ja, Nebel ist das eigentlich. Ja, aber er wohnt ja auch bloß Elbe-Elzer-Kreis, das ist ja auch quasi, ja. Benachbart, das ist ja. Hinter Kempst dann Richtung Schächen, da wird's dann. Zieht's öff. Zappendüster! Ja, also, unmenschlich ist das. Nu? Weißt du. Pepsch noch einmal die. Ne? Matze setzt mit an, ja? Ich muss doch vorwärts kommen, da. Nigel, nicht rum? Matze, wie ist denn bei euch das Wetter? Ehrlich, also, so ja, also 24 Grad. Ja, unser Matze. Ach so.
Also bei uns strahlt der Sonnenschein, der blanke Bahn. Moin. Ja, dann Zeit war es immer total verregnet, ne? Wechselhaft. Jetzt seit ein paar Tagen ist nur Sonne hier, also. Aber es wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Du bist relativ frisch unterwegs mit deinem 305er Matze, wa? Ja. Wie viel Kamar würdest du denn schaffen? 12, wa? 12. Naja, ich schaff nur noch 10 hier. Du musst reparieren, oder? In die Werkstatt gehen. Genau, ja, du musst doch reparieren. Ne, ist ja kein Werkstattwagen, ne? KFL-Möbel treibt sich ja nur rum. Da gehst du ins Menü, in der Werkstatt deiner Garage und bist doch reparieren. Nein. Den habe ich schon verkauft, wieder den Werkstattwagen. Den braucht er nur für Tankwagen. Ich möchte jetzt, dass KFL-Möwe vorbeikommt mit dem Servicewagen und mich repariert. Nein, du hast mich noch nicht bezahlt. Nein. Mann, hier geht's immer nur ums Geld. Deine Hose da ist als Pfand, ist da ja das ist als Zeug. Hab ich dir das nicht vorher gesagt, ja, im Video? Ja. Wieso hast denn du jetzt einen 323, obwohl du bei mir einen 300er gemietet hast? Na, ich bin doch jetzt gerade hier aktiv für Matze. Das verstehe ich jetzt nicht, ja. Du hast die Hälfte vergessen, fahr nochmal zurück. Ja, das ist zeitverzögert, ne? Die haben ihren Schrott oben mal wieder abgeladen da auf der LPG. Ey, im Gebirge im ja, Marienberg da steht noch alles voll Getreide. Da sind vor uns erstmal hier Glasdrescher, die haben vor uns auf dem Feld umgesetzt. Hm. Da ist noch nicht viel getroschen. Da steht ja, vielleicht noch 60% der Felder stehen noch, ne? Es gibt hier Weizen, alles mögliche. Ja, so Weizen steht noch draußen. Deswegen der ganzen CO2-Steuer, die wir gezahlt haben. Da regnet's mehr. Ja, nu wird's kalt und es regnet mehr. Ja. Wenn wir die CO2-Steuer bezahlen. Ja. Ne? Zeigt jetzt schon logisch, ne? Ja, logisch, ne? Da haben wir gesagt, wenn wir dann bezahlen, wird's besser. Also wird's nicht mehr so warm. Wasser haben wir gebraucht, ne? Ja. Haben wir nur auch genug. Siehst du, Rone schreibt auch, seit gestern wird wieder gedroschen in der Oberlausitz, ja. Bei uns in Bayern ist auch noch frei. Deswegen hab ich's doch gesagt, ja, weil ich auch gerade gelesen habe. Bei uns ist jetzt hier unten alles, bei uns ist hier alles runter. Steht nicht. Hey, bei uns sind auch noch schon Felder mit Weizen. Oh, Thüringen, Rone kommt aus Thüringen, okay. Hä? Ja. Nee, Oberlausitz, ne, wollte nicht. Thüringen. Ja, verstehst du, das ist schon alles voll hier. Ach nee, bist du durchfahren. Okay. Läuft alles, Matze? Matthias? Ja. Tipptopp. Ich muss mal, wenn der andere Matze da ist, sag ich Matthias. Ja, du kannst ruhig sagen. Ja, wir haben irgendwie, das ist immer komisch, ne? Wir wissen irgendwie nicht, wie wir Mann reden, ne? Also, wissen wir es noch. Da muss er das so, wie wir gesagt hatten: Matze grün, Matze grau und der andere. Und du bist Matze grün? Ich, ja. Okay, dann sag ich Matze. Zu Matze und seid ihr Matze grün. Matze grün, wieso Matze grün? Weiß ich nicht, weil er grün ist. Weiß ich nicht, irgendjemand hat das mal rausgehauen hier. Weil Matze natürlich gar nicht grün anmalen. Wie Schreck. Ah. Im Fernsehen durch die Kante. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, hör bitte auf. Matze grün. Herrlich. Haben Sie die warte, Matze warte, hier? Warte, Andi? Ein grüner Taff, schreibt Kapu. Wollte gerade sagen, weil irgendeiner hatte das doch mal, weil er drei Stück hier waren. Ja. ABC nennen. Ja. Komm, wir haben den Teil durch den Mama! Nö.
Kostet denn bei dir im KFL eine Wartung? Kommt davon, wenn du das volle Paket haben willst, da wirst du arm. Ansonsten, wenn ich bloß mal gucken soll, ist auch schon teuer. Ja, denn. Also, hast du gehört, Rico, wenn ich ihn fragt, nicht weiterempfehlen. Ja, im brauchen keine Empfehlung, weil ich der Einzige bin. Ja. Und die da. Jedes Mal steht es vor verschlossener Tür. Weil er sich nur rumtreibt, ja. Weil ich zu tun hab. Ja. Ist ja logisch. Ihr seid ja nicht die Einzigen in der Welt. Hier erzählt er irgendwas von Manschetten mitbringen oder was? Und wer weiß, wo sich da wieder rumreden. Tschechei, ja, siehst du ja. Weil ich die billigen Bauteile gewählt habe. Und uns sagt er immer, er macht einen guten Preis, weißt du? Ja, ja. Klar, ja, macht er ja dabei ja auch. Ihr könnt ja aber auch schon geben, das gibt's ja nicht. Und zwar kurz das Zeug für teures Geld, Junge, wie ist so, und da drüben kriegt er für das Blut ein Ei. Freut er sich? Schön. Naja, das ist immer noch fast durch hier. Ja. Kann ich ja doch noch meine Zuckerrüben fertig machen. Aber über den Flügel, was da müssen wir uns nochmal unterhalten. Da muss doch mal auf Lehrgang gehen. Jo, mach das, Ostblock Pharma. Mach's gut, sei artig. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde und scheiß nicht ins Nest, Mach halt gut! Ja, ciao, ciao. Grüß die Leute und flieg nicht auf die Schnauze. War dein Kadaver eh schon mal da heute? Ne, der war noch nicht da. Ich kann dir nachher mal einen Link schicken. Link? Na, Rhone. Tö! Hat jetzt auch Discord. Ja, da müsst ihr mal reinkommen zu uns, ja, tö! Kann den Öl als PN schicken. Hm, kannst du machen. Dann kriegt er gleich zwei. Wollen wir mal. Ja. Wieder einläuten. Ja, gut, überlegt hast du dir das nicht, aber. Das ist ja dein Nervenkostüm. Einmal diesen. Und einmal diesen. Ich hab da eine PN geschickt hier, eine Flüsternachricht. Was du bekommen, Röhne? Schreib mal was hier. So geflüstert hab ich. Oder...
Am besten du kopierst die Reihe und zu dir direkt in die Discord-App vom PC. Ja. Du willst doch auch realistisch spielen, ne? Wieso? Das sagst du doch immer. Mhm. Dann müsstest du eigentlich jetzt Felder erstellen drin haben. Mit drin haben. So am Rand lang fährst. Ja. Theoretisch. Theoretisch? Machst du nicht, weil du nicht realistisch. Du bist eine Ningelprinzessin. Nee! Weil du das immer so betonst. Ja! Oh, ist Cyber. Ich wollte das auch nicht machen. Aber weißt du, was mich mal interessieren würde? Wenn du jetzt die Felder erstellst mit dem Fluch, ob dann die Definition mitgeht? Müsste. Wenn du es abspeicherst. Aber eigentlich auch ja nicht, die Felddefinition ist ja vorgeschrieben. Ne, die ist schon in der i3D von der Map drin. Ja. Deswegen, das wird mich mal interessieren. Hallo Böcki. Ja, Rone, die Links sind bloß ein paar Stunden gültig. Müsste dann mal irgendwie mal die nächsten 2-3 Stunden spätestens beitreten, weil die Löwen dann ab. Hm. Hallo Becky! Hallo! Oder hast du das Bett gefunden? Ja, brauchst ja bloß mal anklicken, einspeichern. Das reicht ja schon. Kannst du, wir haben auch hier Discord auf dem Handy. Du kannst das auch beitreten, wenn du es auf dem Handy hast. Geht auch. Das haben sie schön gemacht jetzt. Also vor ein paar Jahren war das noch nicht. Ja. Naja, haben wir auch bei uns alle rumgeningelt. Ah, lass mal lieber Teamspeak machen, Abbrüche, Performance hier, schlechte Sprachqualität. Ich sage, das ist alles 3-4 Jahre her. Mhm. Vor allen Dingen bezahlst du für Teamspeak ja immer noch ein Heidengeld. Völlig unnötig. Ja. Das funktioniert doch einmal frei, das Discord. Also ich, vor ein paar Jahren müsste auch sagen, ich war ja auch eigentlich eingefleischter TS. Und mir hat das Discord am Anfang gar nicht gefallen. Aber jetzt, ich will jetzt nicht wieder hergehen. Naja. Muss man wirklich sagen. Vor allen Dingen, du kannst ja, weiß ich nicht, wenn wir irgendwann mal 50, 60 Leute sind, dann musst du nichts machen, weißt du? Mhm. Bei Teamspeak musst du wieder Slots erweitern und Ja. Naja, wie gesagt, das hat sich. Ja, meinst du, wir konnten das am Anfang nicht so leiden, ne? Das Discord. Ja. Ja. Das war halt neu, ja. Gell? Hm. Ist das, ne? Die Alten, die haben immer Probleme, wenn was Neues, wenn was Erneuert wird. Richtig. Die Alten. Ja. Das war schon immer so, ne? So. Das ist gut, ne? So, mal kurz aufkommen. Ja, Discord ist auch wesentlich besser als Teamspeak.
Aber mit der Chat-Funktion und so, das hat schon Vorteile. Ja. Den Bildern und dem. Ich finde das auch gut, ja. Und auch wenn du mal kleine Dateien hast und so, musst du dir nicht extra Upload-Speicher irgendwie dazu kaufen, sondern dann hast du halt ein kleines Kontingent und fertig ist der Lack. Ja, finde ich gut, ja. Wie sieht's bei dir da hinten aus, Matze? Hast du schon zugemacht? Ich bin da hinten fertig. Also am Rand hier lang. Ich habe auch noch 2-3 Bahnen auf jeder Seite und dann. Dann haben wir es geschafft. Jo, durch. Und dann muss ich den 325er auf jeden Fall tanken. Dias, Matze? Wenn du mal über den Markt fährst, guckst du mal bitte neben dem Rathaus links die zwei neue Gebäude. Okay. Wo ich dann? Hat mir der Eddie gebaut. Okay. Schau nochmal da mal. Sag mal, wo fahr ich denn die Kartoffeln nochmal hin? Ich geh ins Lager hoch, mach Kosten. Kimmst du über den Markt. Okay. Wo müsste da, wenn du von der Wache drauf guckst, die linke Seite. Die Seite müsste neigen. Und da öffnen Holle. Mit den Vorderbändern. Alles klar. Und wenn du von. Aber wenn du von der Wache kommst, ist die links. Also links die Seite. Musst du rumfahren dann. Oh, Leuten, zwei Leutengebäude. Immer in weiß und immer in gelb. Ah, hier sind beigetreten. Kommt da ja rein? Ja, jetzt ist er da.
Im Normalfall müsste reinkommen, ja. Und da hat ein Lost Server neu geschrieben. Hallo. Okay, Mikro. Dein Mikro ist aus. Test. Hallo. Ja, da ist er doch. Hallo. 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 Hört ihr mich? Ja. Ja. Hallo. Ja, da ist er doch. Oh, du hast eine Rückkopplung. Das ist bestimmt... Lautsprecher an und Mikro, ne? Nee, ich bin hier gerade am Laptop. Und, oh Gott, bei dem ist, der hat kaputte Lautsprecher auf jeden Fall, deswegen höre ich sowieso über Boxen. Ich habe keine Ahnung, was da... Hast du das Okay-Headset? Ich höre euch, ja. Nee, hast du Headset? Kopfhörer und Mikro hast du nicht, ne? Habe ich gerade nicht, deswegen wollte ich ja eigentlich auch gerade nicht hier ins Sprechen rein. Nö. Nö, jo. Müsstet ihr mal Kopfhörer und Headset versuchen. Aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Ghost Ghoster, danke für dein Follow. Was fliegen lassen. Aber ich muss ja eh noch 5 Mal da lang. Nee. Was nur schützt der? Fertig! Zu Anni! Hallo Anni! Hey, jetzt hast du bloß die Kurzleine, kommst noch nicht vorwärts, aber was machst du denn die ganze Zeit da? Ich hab 3/4 des Feldes gepflügt. Mein Pflug schafft nur noch 10 km/h. 3/4 des Feldes? Ja. Hier, du hast hier noch Vorgewände hinten zu machen. Voll Jahrpost. Kannst du mal. Feierabend, ich hab mein Teil erfüllt. Was heißt hier Feierabend? Gibt's ja wohl nicht. Wo sind noch Vorgewände? Na, du kannst mal eine Runde rummachen. Kleine Ecken hier noch zumachen. Ach, wo der Herr keine Lust so hatte. Ja. Richtiges Begrüßungskomitee jetzt im Chat. Böcki, Andi, Böcki, Möwe, Andi, Möwe.
Ja, dann kommst du halt rein, wenn du mal am Rechner, also richtig am Rechner dran sitzt. Ist ja kein Problem. Wir gehen. Nee, nee, nee. Wieder was. Matze, ne Video hat irgendwo Update gehabt. Hab schon gemacht, die da. Okay. Dann wohl irgendwo. Ja. Ja. Ist gut, wenn du wegen aufpasst. Naja, wir hatten ja schon mal. Ja, ich weiß, noch. Ich denke jeden Fall dran. Deswegen. Ich, wenn Update macht, denke ich immer an diese Sachlare. Schmecken, sorry, das Update machen wir. Das ist irgendwie spurlos verschwinden an mir. Danke, Papi. Wie eine Mutti ohne Brust. Und der Wald hättest du dann beinahe ein Reparatur gegeben, ne? Ich wollte schon an die Wand klatschen. Ja. Bloß das ist ein Video-Update, ne? So, dann haben wir es, wa? Die fein? Hast du fein gemacht? Na, hast du fein gemacht? Mhm. Hast du das fein gemacht? Das mag ich da mit dem Spenzi. Das willst du, wa? Zack, 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 zack. Der Matze fährt wieder über das Feld. Der Matze grün. Erzähl doch nicht. Der hat ja auf der Betonstraße, kannst du nicht gucken. Und dann sind wir doch deine Achsen ausgeschlagen. Du brauchst gar nicht. Nee, ich komm nicht zu dir. Das hast du kaputt weiter. Gibt keinen anderen. Nur mich. Dann guck ich lieber einen neuen Traktor. Ja, das kannst du auch machen. Auch bei mir kurven. Ja, auch zu gut, da ist recht geschweißen. Nein, auch nicht bei dir. Wo willst du hin mit deinem Trecker? Ach so. Du bist nur langsam. Nicht langsam, ich hab nur geschaut, dass da keiner kommt von der Seite und mit der Beule reinfährt, dass ich nicht doch noch in die Werkstatt muss. Ja, alles, Hauptsache nicht zu müde. Andi, bist du auf Arbeit? Stimmt. Siehst du das jetzt selber, wie umständlich das ist, da zu dem Wasserschlauch zu kommen? Was ist denn daran umständlich? Was ist denn mit dir? Den hätte man doch da schön bei der Tankstelle platzieren können, da irgendwo. Da geht das nicht. Rutsche gleich in deine Kabine. Waschplatz? Ja, mit der schönen Sauerwurst, weißt du? Oh, schön, nein, die Kabine. Das ist egal, da hat eine Gummimatte drin zu liegen. Ah, ne, kommst denn du heute Abend vorbei, da bist? Da hat die schön vollgematscht, Matzer. Naja, das ist so. War schon immer so ein kleines Dreckferkel. Mhm.
ein Container. West. Plastik. Kette da. Das willst du doch nicht. Das ist doch. Glaubst du, was glaubst du nicht? West. Prototyp. West, ja. Die Sicherung war eine aus, die man vorne reinsteckt. Musst du halt Westflop nehmen. Container war das. Nicht da. Ja, BVB-Handler, grüß. Mahlzeit. Wo willst du die Flüge hinhaben? Hinter der letzten Halle hinten auf dem Rasen, bitte. Die können da draußen stehen bleiben, du was, da passiert nichts. Na, die rosten bloß, ne? Das macht das, die werden wieder sauber beim nächsten Mal. Wir hatten ja auch das ganze Zeug stehen früher. Früher. Geht's jetzt? Einmal frei. Ja. Er ist sauber. Ja, das klingt gleich ganz anders. Hm. Jetzt hören wir deinen Hintergrund nicht mehr. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte halt, ich hatte den... Wenn du Langeweile hast, dann nimm dir den Saatguthänger und fahr hinter zum ACZ, da kannst du das Saatgut holen. Sehe ich aus, als wenn ich Langeweile hab? Ja. Nein. Ja, nicht dann. Nicht Langeweile. Ja, da muss ich kurz selber hinterfahren. Da fahre ich alleine hinter. Fahr doch! Ja, mach ich auch. Ja, schon ein kleines Mi-Mi-Mi-Mi-Mi. So, CD abgestellt, Feierabend. Ach Gott, du musst aber 3 Stunden arbeiten, das ist so. Schon, Ja, es ist, hallo? Dafür, dass ich hier nicht so fürstlich entlohnt werde? du hast doch dein Bier gekriegt. Ja. Langt das nicht? Nee. Und wird bezahlt nur in Ost. Der Ostbach kann er gerne kriegen. Hast du wieder einen anderen Düngerstreuer geholt? Ja. Was mit dem anderen? Da war aber die Arbeitsbreite zu groß. Wie die Ausbeute? Die Arbeitsbreite. Ach, zu groß? Ja, aber 36 Meter auf den Kleenfeldern. Ja, fährst du immer hoch, immer runter, fertig. Ja. Na gut. No. Aber der ist auch schön, muss ich sagen. Das russische Fabrikat. Gut, 3 Stunden Livestream. Schön ein bisschen was von Lars. Bisschen geflügt. Bisschen dussig geknautscht. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Wir werden ein bisschen was tun. Was? Und dann machen wir vielleicht später noch einen Stream. Was macht denn da? Fährst du mit M-Hänger, ja? Nein, ich stelle den jetzt mit Dünger an die Seite und fahre mit dem anderen den Saatgut holen. Ach so, die Geschichte. Ja, dann danke ich allen fürs Zuschauen, die dabei gewesen sind. Vielen Dank an die ganzen neuen Follows und wir sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.